Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. Wir spielen weiter und wir sind ja immer noch im Land der Askil und versuchen da rauszukommen. Bloß wie? Jetzt habe ich mir gedacht, es ist ja nichts umsonst hier. Und zwar brauchen wir bestimmt den Eimer noch aus dem Raum. Jetzt muss ich mich erst wieder hier zurechtfinden. Entschuldigung, ich glaube, die war's, ne? Nein, dann war es nicht die. Die hier? Ah, Mist. Ich will eigentlich ganz nach unten. Ah, okay, gut. Jetzt wollte ich noch mal hier rein, ob wir da vielleicht noch was vergessen haben. Das war irgendwie auch falsch. Sie ist verschlossen. Echt? Wir haben hier eine verschlossene Tür. Seit wann denn das? Sie ist verschlossen. Ah, okay, dann geht das nicht. Ja, aber es war eh falsch. Dahin wollte ich gar nicht. Ich wollte hier rein. Genau. Hier irgendwie noch so die Tür. Was ist das? Gabelding? Was ist das? So ein aussehen Schraubenschlüssel. Was ist eigentlich das? Yeah. Was gibt's denn sonst noch? Den Kamin kann man auch nix. Ich frag mich immer noch, für was das die sind. Ich hau jetzt mal. Zweimal auf das. Irgendeine Tür geht ja dann auf, die nicht diese ist, aber welche denn dann? Wir müssen herausfinden, welcher Raum sich mitdreht. Vielleicht der Raum des Anführers da. Vielleicht hängen ja die Steinplatten irgendwie zusammen. Aber das sieht alles sehr verschlossen aus. Also nicht mal mehr das Fenster kann ich anklicken. Aber dann hat es schon was mit ihm zu tun. Oder nicht?
Oder doch oben drüber mit der Waffenkammer. Nee, da wollte ich nicht rein. Wie sind wir jetzt in die Waffenkammer gekommen? Hier rein, oder? Und dann hier. Oh Gott, nehmt das Labyrinth weg. Aber es ist, glaube ich, richtig, ne? Hat sich jetzt hier irgendwas verändert? Kann ich jetzt endlich was an der Wand machen? Nein, hier ist nichts. Dabei hätte ich schwören können. Doch, irgendwo ist ja was. Nein, hier ist nichts. Dabei hätte ich schwören können. Natürlich ist hier was. Die Frage ist, wo? Nein, hier ist nichts. Dabei hätte ich... Moment mal, hier ist tatsächlich eine Art Geheimgang. Ha. Ein Ventil. Wir haben ein Ventil, ein Ventil. Das habe ich bereits getan. Ja, ich weiß. Darum habe ich es ja weggeklickt. So. Das war das letzte Ventil. Also sollten wir jetzt rauskommen. Aber ich frage mich immer noch, wofür der Eimer war im Anführerraum. Ich könnte wetten, den brauchen wir noch. Und ich habe keine Ahnung, wie. Aber erstmal gehen wir hier schnell ums Eck und gucken mal. Das läuft jetzt. Die Anzeige steht ganz oben. Jetzt müsste der Mechanismus funktionieren. Bloß, wo führt das Rad hin? Muss ich zuerst was anderes rausfinden. Und zwar, wie wir an den Eimer kommen. Hundertprozentig brauchen wir den. Und es muss irgendwas mit denen zu tun haben. Ich muss wieder in den Anführerraum kommen. Müssen wir ganz oft hin und her laufen. Könnt ihr euch schon mal freuen. Aber das ist ja alles nicht so schlimm. Weil ich habe mir hier Früchte bereit gemacht, die ich währenddessen essen werde. Und warum esse ich die während der Aufnahme? Weil ich heute noch nicht dazu gekommen bin, was zu essen. Und ich aber aufnehmen muss. Hier passiert irgendwie auch gar nichts mehr, ne?
Früchte. Gruselig. Aber sonst kann er ja nichts damit machen, ne? Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Darum lasse ich mich verbrennen. Was sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie einen Angriff vorbereiten. Die sind jetzt irgendwie auch nicht unser Problem. Wir müssen das hier aufkriegen. Aber wie, ne? Das hat auf jeden Fall etwas mit den Steinplatten zu tun. Aber wie soll ich denn sehen, dass da was aufgeht? Muss ich ja wirklich jedes Mal wieder zurücklaufen. So, ihr Platten. So, jetzt ist er wieder normal. Jetzt sehen. Facebook noch an. Jetzt hat sich doch wieder irgendeine Tür geöffnet. Oh, welche? Warum kann es nicht gleich nebenan sein? Nein, man muss noch eine ganze Strecke laufen. Jetzt ist wenigstens das Fenster mal wieder auf. So, also, jetzt habe ich erstmal genug gegessen, jetzt bin ich ganz für euch da. Ja, jetzt ist er wieder so wie beim Anfang. Das bringt uns aber nicht viel, da wir an den Eimer rankommen müssen. Wie sollen wir an den Eimer rankommen? Uiuiui, das wird mir was. Das könnte jetzt etwas dauern. Aber das Gute ist ja, dass ich bis jetzt eigentlich alles ziemlich gut hingekriegt habe und ihr nie lange warten musstet. Und wenn ihr das jetzt einmal müsst, dann will ich nicht irgendein Gemecker hören, ne? Soll ich das kommentieren, wie er die Brücke läuft, oder? Läuft. Läuft. So. Deutsch für du. Also,
hauen wir nochmal auf die Steinplatte drauf und dann gehen wir nochmal runter. Irgendwas hat sich wieder geöffnet, das ist ja schon mal nicht schlecht. Und so weit sind die Wege ja gar nicht. Außerdem haben sie sich hier echt Mühe gegeben. Wahrscheinlich, weil sie wussten, dass man hier tausendmal durchläuft. Die Spitzbogen da oben. Jetzt ist wieder gar nichts mehr auf. Also hat es schon was mit dem zu tun, nur. Die Anzahl Schläge stimmt halt noch nicht, ne? Der arme Spot muss auch übelst laufen. Oder kriechen, besser gesagt. Tut mir leid, Spotty. Werden wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. So. Knüppel mit Pelzviech zum 50. Mal. Jetzt ist was zugegangen. Wenn das nicht mit dem Raum da unten zusammenhängt, dann ist das echt ziemlich scheiße. Habe ich Scheiße gesagt? Nein, ich habe nicht Scheiße gesagt. Ich würde niemals Scheiße sagen. Scheiße. Ich habe mich übrigens wirklich in das Spiel verliebt. Ich habe Cedric und Spot auch schon gezeichnet. Wird vielleicht irgendwann das neue Thumbnail in den neuen Folgen dann. Aber mal gucken. Nein, ja. Entschuldigung. So. Schauen wir noch mal da drauf. Jetzt können wir noch mal gucken. Und wenn die Folge um ist, werde ich das so lange machen, bis wir weiterkommen und dann könnt ihr nachher weiterkommen. Und ich mühe mich hier noch ein paar Stunden damit ab, auf die blöden scheiß Stein-Dinger zu schlagen. Wie gut ihr das als Zuschauer habt. Fenster wieder auf. Habe ich es jetzt einmal rumgedreht? Oh Mann. Was? Nein, jetzt stimmt's. Nein, ich komme nicht ran. Ja, so könnte das klappen. Jetzt liegt das Ding aber da unten.
Ja, ich drehe noch mal ein paar Türen, hau noch auf ein paar Platten und ja, guck, dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall den Eimer haben. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dann, tschüss.